Liebe Erstsemester, herzlich willkommen bei uns an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Karlsruhe. Ich freue mich sehr, Sie bei uns willkommen heißen zu dürfen. Dieses Jahr erstmalig auf eine ganz besondere Art und Weise. Üblicherweise ist es so, dass an diesem ersten Tag, an diesem Immatrikulationstag, wo Sie alle zu uns kommen, ich Sie persönlich begrüße bei uns in der Mensa. Dieses Jahr ist es leider nicht möglich. Deshalb auf diese etwas andere Art hier per Video. Aber seien Sie gewiss, Sie sind mir und uns allen sehr herzlich willkommen. Ich möchte Sie einfach beglückwünschen. Sie haben in meinen Augen, in unseren Augen hier von der DHBW Karlsruhe einfach eine dreifach gute Wahl getroffen. Erstens die gute Wahl, Sie haben sich für ein duales Studium an der DHBW entschieden. Das sage ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. Dann haben Sie sich dazu entschieden, hier das bei uns in Karlsruhe zu machen. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl, denn wir haben hier gerade die richtige Größe von der Hochschule. Es ist alles unter einem Dach. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Studierendenvertretung, was ja auch ganz wichtig für Sie ist. Und der dritte Grund ist, hier in der Technologieregion Karlsruhe sind Sie natürlich wunderbar verortet. Sie haben hier ein gutes Arbeitsumfeld, aber hier im Badischen gibt es einfach eben auch eine sehr gute Lebensqualität. Vielleicht noch mal ein bisschen was, warum ist eine gute Idee, war es eine gute Entscheidung, an der dualen Hochschule zu studieren? Erstmal vielleicht, es wird anstrengend. Die nächsten 3 Jahre, völlig unabhängig, ob wir gerade Corona haben oder nicht, die nächsten 3 Jahre werden für Sie total anstrengend, denn wir sind ja akkreditiert als Intensivstudiengang. Muss Sie aber nicht einschränken, denn obwohl es ein anstrengendes Studium ist, ein intensives Studium, haben Sie gerade bei uns an der DHBW die Chance, sehr gut zu studieren, weil wir eben doch diese kleinen Kursgrößen haben, dieses soziale Umfeld. Sie haben eine Studiengangsleitung, die sich um Sie kümmert. Sie haben Sekretariate, die sich um Sie kümmern. Und Sie haben insgesamt die ganze Hochschule, die sich um Sie kümmert. Und so, glaube ich, können Sie auch trotz Corona sehr gut sich hier einfinden und eben auch sehr gut Ihr Studium beenden. Erfolgreich, hoffentlich. Und dazu gehört auch in der dualen Hochschule natürlich nicht nur dieses Studium, diese intensive theoretische Theoriephase, sondern eben auch in den Firmen. Sie sind ja die halbe Zeit Ihres Studiums in den Firmen und dort können Sie sich auch zeigen, Sie können die wichtigen Praxisdinge lernen. Und die meisten von Ihnen, das darf ich Ihnen jetzt schon sagen, wenn Sie Ihr Studium erfolgreich beenden, die allermeisten von Ihnen haben fast schon eine Arbeitsplatzgarantie, weil sie bei den Firmen eben dann auch tatsächlich unterkommen und danach eingestellt werden. Jetzt möchte ich vielleicht noch ein bisschen was zu der besonderen Situation im Moment sagen. Also Corona trifft uns alle, trifft auch uns. Wir haben jetzt alle seit Mitte März Erfahrungen damit gesammelt. Die von Ihnen, die noch in der Schule waren, ihr Abitur gemacht haben, haben die Erfahrung mit Homeschooling, Online-Lehre gemacht. Wir haben jetzt auch ein halbes Jahr Erfahrung. Wir sind ja über Nacht da reingeworfen worden, alle miteinander. Das war schon sehr intensiv und anstrengend. Und ich hoffe einfach für Sie in der nächsten Zeit, wir alle miteinander, das ganze Haus, haben uns massiv angestrengt in der letzten Zeit, seit Corona, das Studium für Sie als unsere Studierenden angenehm zu machen, sodass Sie möglichst wenig Nachteile haben. Was es also kommt, wir werden weiterhin möglichst oder hauptsächlich Online-Lehre haben, weil wir haben immer noch Corona, noch eine ganze Weile. Aber jetzt ab Oktober auch für Sie werden wir ab und zu auch Vorlesungen in Präsenz stattfinden lassen können. Das heißt, Sie werden auch tatsächlich, wie jetzt heute eben auch, Sie sind ja da, in Ihre Hochschule kommen können und ein bisschen Präsenz machen können. Also von daher, wir haben Corona, ja, damit müssen wir alle durch, damit müssen wir auch alle klarkommen. Aber ich kann Ihnen versichern, wir haben schon die ersten Erfahrungen jetzt im letzten halben Jahr. Wir sind für Sie da, wir kümmern uns um Sie und wir versuchen natürlich, das Studium für Sie so praktikabel und angenehm und passend und ohne Nachteile zu gestalten durch Corona, wie es eben möglich ist. Also von daher, von meiner Seite einfach nochmal herzlich willkommen bei uns an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Freuen sich, dass Sie da sind. Ich freue mich auf jeden Fall und gutes Gelingen und allerspätestens in 3 Jahren dann bei der Absolventenfeier oder wie es jetzt heißt, akademische Abschlussfeier. Dankeschön.